Aktuell wird die Wiedereinführung der Vermögenssteuer politisch diskutiert. Im Hintergrund stehen Finanzierungswünsche, im Hintergrund stehen Umverteilungswünsche. Gleichzeitig sind aber die verfassungsrechtlichen Anforderungen zu wahren, weil diese Anforderungen die Freiheits- und Gleichheitsgerechtigkeit der Besteuerung sichern. Wenn man sich diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen nun nähert, ist ein Blick in die Geschichte lehrreich. In der Vergangenheit, in der frühen Neuzeit, wurde die Vermögenssteuer erhoben, weil es keine andere Form gab, auf die Erträge der Unternehmer, der Bauern, der Bürger zuzugreifen. Die Vermögenssteuer war also eine typisierte Ertragssteuer. Es wurde angeknüpft an den Grundbesitz, es wurde angeknüpft an das Vieh, den Viehbestand, um zu ermitteln, wie hoch der Ertrag des Einzelnen ist, der dann teilweise abgeschöpft werden kann. Dieses Soll-Ertragskonzept der Vermögenssteuer liegt auch der Vermögenssteuer unter dem Grundgesetz zugrunde. Nur als Soll-Ertragssteuer ist die Vermögenssteuer verfassungsgemäß. Ein Eingriff in die Vermögenssubstanz wäre von vornherein mit dem Eigentumsgrundrecht unvereinbar, weil dieser Eingriff in die Substanz zu einer schrittweisen, vollständigen Enteignung des Steuerpflichtigen führen würde. Und das ist mit dem Eigentumsgrundrecht schlechthin nicht zu vereinbaren. Lassen Sie mich das an einem Beispiel verdeutlichen. Stellen Sie sich einen Bäcker vor, der einen Ertrag hat, einen Gewinn erzielt und dieser Gewinn wird durch die Einkommensteuer in Höhe von 35-40% belastet. Wenn nun noch eine Vermögensbesteuerung hinzutritt, in Höhe von 1% des Vermögens und der Ertrag des Steuerpflichtigen, des Bäckers, eine Höhe von 2% des Vermögens hat, dann führt das im Ergebnis dazu, dass allein die Vermögenssteuer eine zusätzliche Ertragsbelastung von 50% mit sich bringt. Das heißt also im Ergebnis, dass dieser Bäcker eine Gesamtertragsbelastung von 85-90% hat, also nur 15 oder 10% seines Ertrages behalten kann. Und das ist klar unverhältnismäßig. Nun mag man erwägen, diesen Bäcker zu begünstigen, Betriebsvermögen zu begünstigen und von der Vermögenssteuer auszunehmen. Das ist wirtschaftspolitisch erwägenswert, in der Praxis aber leider nicht vernünftig durchführbar, weil eine klare Abgrenzung zwischen Privatvermögen und Betriebsvermögen nicht praktikabel ist. Schließlich würde eine Vermögenssteuer auch zu massiven Bewertungsschwierigkeiten führen. Diese Bewertung der Vermögensgegenstände, die dann der Besteuerung unterliegen, hat nach dem Ertragswertverfahren zu erfolgen. Das heißt, es sind die Ertragswerte all dieser Vermögensgegenstände zu ermitteln, die dann der Vermögenssteuer unterzogen werden sollen. Und wenn man sich nun das Spektrum der Vermögenswerte anschaut, das hier in Betracht kommt, dann stellt man schnell fest, dass die Ertragswerte all dieser Gegenstände nicht angemessen zu erfassen sind. Denken Sie an unbewegliches Vermögen, denken Sie an Privatvermögen wie Kunstgegenstände, Antiquitäten oder gar an Anwartschaften, Altersvorsorgevermögen. Wie sind all diese Vermögensgegenstände realitätsgerecht und zeitnah zu ermitteln in ihrem Ertragswert? Das ist schlicht nicht durchführbar. Im Ergebnis bleibt deshalb festzuhalten, dass eine Vermögenssteuer, wie sie im Moment im Raum steht, verfassungskonform nicht umzusetzen wäre. Sie würde zu Substanzeingriffen führen, alternativ zu Ertragsabschöpfungen, die unverhältnismäßig wären. Sie würde Betriebsvermögen nicht entlasten können in der Praxis und sie würde schließlich zu massiven Bewertungsproblemen führen, die nicht zu bewältigen wären. Im Ergebnis steht deshalb der Befund, dass eine Vermögenssteuer unter den gegenwärtigen steuerrechtlichen Rahmenbedingungen nicht verfassungsgemäß einzuführen wäre, sondern verfassungswidrig wäre.